Ja, moin moin, sehr ungewöhnlich. Hauen wir doch mal ein Wettzettelchen fürs Wochenende raus. Schon an einem Donnerstag. Ja, die Bundesliga-Tipps wird es morgen Mittag erst geben, weil Freiburg-Leverkusen spielen ja heute noch, können sich Leute verletzen und so weiter und so fort. Also Bundesliga-Tipps morgen Mittag und wir starten mit dem Wettzettel. Wir splitten ihn und wir kümmern uns um die Partie TSG 1899 Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. Ja, was kann man dazu sagen? Das Hinspiel war ein 2 zu 3, die einzige Heimniederlage des VfB. Da hat Undav zum Beispiel einen Elfmeter verschossen, Guirassy fehlte. Ja, und die TSG hatte noch ganz andere Verteidiger zur Verfügung. Kevin Vogt war da noch bei denen, der wurde ja im Winter jetzt an Union abgegeben. Brooks Kabak letztes Wochenende, ja, sich Sperren eingeheimst in Frankfurt. Deswegen denke ich mal, stehen die Zeichen ganz gut für den VfB, dass sie sich hier revanchieren können für dieses Hinspielergebnis. Zusätzlich natürlich der VfB gepusht, beziehungsweise einzelne Spieler, Führich, Undav, Anton und Mittelstädt sind nominiert worden von Nagelsmann für die kommenden Länderspiele. Ja, gibt eine Zusatzmotivation und ich denke, gerade weil offensiv jetzt alle parat sind, ist das sehr, sehr schwierig für die TSG zu verteidigen. Das hat mich am letzten Sonntag, als das Spiel, als die Sperren halt kamen, ja, gegen die TSG direkt darauf gebracht, dass der VfB durchaus Tore schießen könnte. Und das bringt uns zur ersten Wette. Ich sage, über 2,5 Teamtore gibt es hier für den VfB am Samstag in diesem Topspiel. Gibt eine 285. Am letzten Sonntag direkt gab es noch eine 3,05, ist direkt leicht gesunken, verständlicherweise. Aber ich finde es eine gute Wette. Loggen wir ein mit einer halben Einheit. Dann ist mir noch, und ich denke, der VfB wird dieses Spiel gewinnen, sich wie gesagt revanchieren für das Hinspiel. Ja, ist mir noch aufgefallen, ja, dass die TSG mit Ausnahme des Spiels gegen Union, wo ja auch rote Karten mit im Spiel waren, daheim immer getroffen hat und der VfB bis auf die Ausnahme von zwei Spielen, einmal Union und einmal Köln, als sie halt noch in ihrer Torkrise unter Baumgart waren, jeweils Auswärtstreffer bekommen haben. Deswegen nehmen wir die andere halbe Einheit dafür, dass wir sagen, der VfB gewinnt und beide werden treffen. Dafür gibt es eine 3,10. Ja, die Einheit gesplittet. Ich finde es ganz gute Wetten, zu hohen Quoten, aber ich denke, aufgrund der Argumentation ist da durchaus Value drin. Wer weitere Picks haben will von uns, der kann auch gerne hier unten in der Videobeschreibung zu Steady reinklicken. Dort haben wir einen Tippservice, ist auch eine Art Supporters Club, also wer uns unterstützen möchte. Lief zuletzt ganz gut mit dem Tippservice, also der März gehört uns bisher und ja, es geht stetig aufwärts, sind da besser im Rhythmus. Also schaut da gerne mal rein und nimmt gerne teil. Gut, die Bundesliga-Tipps, wie gesagt, morgen. Dann, ja, bis morgen Mittag. Tschüss!